Die aktuelle Sandtrainierbahn liegt hier seit ungefähr 42 Jahren. Es gibt noch nicht mal wirklich valide Pläne, die aus der damaligen Zeit über diesen Aufbau der Bahn informieren. Und seitdem wurde im Prinzip nur immer wieder neuer Sand draufgekippt. Und man hat in den letzten Jahren festgestellt, dass gerade nach großen Regenmengen die Bahn über längere Zeit schwierig zu benutzen war. Es hat sich über die Jahre unter der Tretschicht eine Lehmschicht gebildet. Und diese Lehmschicht ist im Prinzip durch die Verdichtung der Pferde hart wie Beton. Und es konnte nicht mehr sichergestellt werden, dass im täglichen Training diese Lehmschicht nicht ein erhöhtes Verletzungsrisiko darstellt. Also seit dem 12. Dezember sind wir hier in den Umbaumaßnahmen. Wir haben die ersten Wochen genutzt, um das alte Material aus der Bahn herauszubaggern. Das sind gute 8000 Kubikmeter Erdreich, die wir bisher jetzt schon bewegt haben. Danach folgte der Einbau der neuen Drainage, die wir hier vorne sehen. Das heißt, wir haben hier einen Graben ausgehoben, ca. 1,20 Meter tief, und haben den mit einer speziellen Kiesmischung und Vlies ausgestattet. Begonnen haben jetzt vor kurzem die Arbeiten für die neue Beregnung. Das heißt, wir werden, wie man hier sieht, einen neuen Beregnungskreis haben. Der Beregnungskreis wird sowohl die neue Sandtrainierbahn als auch die innenliegende Grastrainierbahn bewässern können, was natürlich für die Qualität des Trainings über das ganze Jahr hinweg ein enormer Vorteil ist. Wir sind aktuell im Zeitplan, also Fertigstellung ist auf jeden Fall vor Karneval gesichert. Wir hoffen, dass der Wintereinbruch, der prognostiziert ist, nicht zu dolle wird, aber wir konnten bisher sehr viel und sehr gut arbeiten. Das Team von Herrn Brieskorn macht einen hervorragenden Job und die Jungs trotzen den widrigen Bedingungen, wie wir hier sehen. Final werden noch zwei neue Rail-Linien eingezogen, das heißt, die neue Bahn bekommt sowohl ein innenliegendes Rail als auch ein äußeres Rail, was wiederum dann auch die Grastrainierbahn zu einer Bahn mit Doppelrail macht, wovon wir überzeugt sind, dass das für die Qualität des Trainings hier in Köln auch nochmal einen großen Vorteil mit sich bringt.